Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch und täglich grüßt das Moschus-Tier. Wir kaufen heute wieder ein Windows 10 Pro Key. Ja, ich bin schon auf der richtigen Seite. Es ist sogar immer noch Valentinstag. Der ist wahrscheinlich vorbei, oder? Aber ist doch egal. Wir haben sogar hier einen Gutscheincode. Ich kenne ihn. Ihr kennt ihn, auch wenn er hier nicht steht. Also, Windows 10 Pro OEM Key. Wir kaufen heute Office. Und wir werden den Key wie immer checken. Wir werden ihn aktivieren. Täglich grüßt das Moschus-Tier. Wir machen das noch eine Weile so. Fragt mich nicht. Wir müssen uns vorher einloggen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, eher dazu da, um halt immer wieder zu kommunizieren, was halt der Key aktuell kostet, weil das halt nicht so gleichbleibend ist. Mir ist im Großen und Ganzen jetzt ein bisschen Bums. Also kaufe jetzt. So. Und es gibt einen Gutscheincode, den heißt SM20. Die Überraschung ist nicht gelungen. Geben wir jetzt hier ein SM20. Und siehe da. Diesmal kostet er 13,95. Ich glaube, letztes Mal waren wir auch schon bei 13,95. Es ist 13,95. Also, kaufen wir das Ganze. Wir wollen ja den Key noch checken. Wir bezahlen über PayPal. Sind alle gegen Zahlungsmethoden. Sind verfügbar. Okay, wir gehen ins User Center. Und steht jetzt noch unbezahlt unter Status. Wir drücken also aktualisieren. Und es dürfte recht schnell gehen, weil es immer recht schnell geht. Und da steht auch schon, was wir gekauft haben. Okay, hat 10 Sekunden gedauert. Jetzt auf Schlüssel und Codes anzeigen. Ihr könnt schon auswendig, oder? Und dann hol den Schlüssel. So, die App, mit der wir jetzt diesen Key checken, heißt Show Key Plus. Die könnt ihr euch einfach runterladen, einfach bei Google eingeben. Es ging diesmal wunderbar schnell. Ich habe einen Windows 10 Professional Retail Key. Also Typ steht ja auch, ja, End-User Lizenz. Agreement Type ist Retail. Das ist also ein Key, der direkt für den Vertrieb an Einzelpersonen halt vorgesehen ist. Es gibt auch noch OEM, wird in Verbindung mit Hardware verkauft. Das ist ein Retail Key und es ist auch ein Windows 10 Key. Und wir wissen, können wir den Windows 10 Key auch Windows 7 aktivieren. Yay! Müsste zumindest gehen. Probiert habe ich es noch nie, ob das rückwärts auch geht. Müsste aber eigentlich. Die Keys gehen alle. Man kann mit Windows 7, kann man Windows 8 aktivieren, man kann Windows 10 aktivieren und man kann mit dem Windows 7 Key auch Windows 11 aktivieren. In dem Fall haben wir allerdings Windows 10 Key und versuchen mit dem jetzt Windows 11 zu aktivieren. Ich bin super gespannt, ob das funktionieren wird. Okay, ich bin bei Windows 11 Pro und drücke auf CD-Key ändern. Und da geben wir jetzt mal unseren Windows 10 Key ein. Aktivieren. Oh, das ging schnell. Also ihr seht, das funktioniert auch. Und wir machen den gleichen Spaß jetzt noch abgekürzt mit Office 2019. Damit die Videos nicht jedes Mal gleich sind. Okay, da haben wir den gleichen Gutscheincode. SM20, hitten wir mal und das sind aber 40,82 €. Ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal hatten. Diesmal kaufen wir den auch hier mit PayPal und zahlen jetzt. Und das ist jetzt genauso. Ja, ich habe es gerade bezahlt über PayPal. Wir gehen ins User Center und da habe ich jetzt eben stehen. Ja, Microsoft Office 2019 und wird bearbeitet. Ja, muss man wieder aktualisieren drücken, also F5. Das geht dann auch recht schnell, denke ich mal. Ja, hat 15 Sekunden gedauert. Auch wieder Schlüssel anzeigen und hole den Schlüssel. Frag mich, ob der bei Show Key Plus auch funktioniert. Key not supported. Ne, der kann ihn leider nicht. Der funktioniert wahrscheinlich nur für Windows Keys. Aber zumindest habe ich es euch gezeigt, dass ihr das auch mal gesehen habt, wie halt der ganze Kaufvorgang so funktioniert. Mit den Gutscheincode, das einen drum dran, in die Bezahlerei und ihr kriegt euren Code und der bleibt dann auch gespeichert im User Center. Könnt ihr jederzeit also wieder abrufen, falls ihr den mal verloren oder vergessen oder sonst nicht wie nicht aufgeschrieben habt. Ihr wusstet ja, worum es ging. Ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst. Verlinke ich euch also in der Videobeschreibung die Links zu der Software und zu dem Store. Und ich danke euch immer fürs Zuschauen. Ihr supportet mich damit mehr als ihr glaubt. Weil wenn ihr das nicht weiterhin reinziehen würdet, dann wird es die Kooperation ja auch nicht geben. Bis zum nächsten Video. Ciao.